Ich möchte Sie alle sehr herzlich begrüßen zur 8. Schulleitungstagung, das wurde schon gesagt. Ich bin Ellen Überscher, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich sehr, dass wir diese Konferenz trotz der veränderten Umstände, die ja auch Thema dieser Tagung sind, auf diese Art und Weise durchführen können. Und ich freue mich natürlich auch über die Kooperation. Im letzten Jahr noch hatten wir 160 Schulleitungen hier zu Gast. Und der Vorteil des Hybriden, des neuen Formates, ist natürlich, dass viel mehr von Ihnen und auch von interessierter Seite teilnehmen können. Und da sehen wir schon, wie uns das große Freilandexperiment Corona und Digitalisierung in ganz neue Erfahrungsräume geführt hat. Ja, wir haben auf bestürzende Weise in Schulen gesehen in den letzten Monaten, woran es fehlt, woran es mangelt, vom verlässlichen Internet bis zur datenschutzkonformen Lernplattform, über die Qualifikation von Pädagoginnen und Pädagogen. Aber zugleich haben wir auch Erfahrungen gemacht, wie fühlt sich das eigentlich an? Wie ist das, digital zu unterrichten? Was tritt in der Realität an Problemen auf, aber auch an Chancen und Möglichkeiten, an die wir vielleicht vorher nicht gedacht haben. Denn bis vor kurzem, auch das haben wir diskutiert, hier in Berlin vor 2 Jahren, haben wir uns in der Frage des digitalen Lernens völlig im Kreis gedreht. Also die digitale Infrastruktur kam schleppend nur voran. Gleichzeitig haben Pädagoginnen und Pädagogen zu Recht darauf hingewiesen, dass Digitalisierung nicht den Vorrang haben darf, sondern die Pädagogik hat den Vorrang. Das hat dazu geführt, dass digitale Lernkonzepte nicht mit großer Geschwindigkeit vorangetrieben wurden, weil es gab ja sowieso keine verlässliche Infrastruktur, sprich WLAN. Das war ein Kreis, aus dem wir jetzt ausbrechen müssen. Das haben wir gesehen durch die Pandemie. Die hat uns auch ein bisschen da herausgerissen. Aber wir werden es nur nutzen können, wenn wir das, was wir an Erfahrungen gemacht haben, als Chance sehen und in Strukturveränderungen tatsächlich umwandeln. Wenn wir diesen Schub nutzen, und der betrifft natürlich die Frage der Bereitstellung verlässlichen digitalen Zuganges, das ist das eine, da können die Schulen nichts dran machen, aber die Frage der Pädagogisierung des Digitalen und der Strukturen, die man dafür braucht, der Lernkonzepte, das alles ist möglich. Und damit beschäftigen Sie sich auf dieser Tagung und das wird sehr, sehr fruchtbar sein. Unsere Aufgabe, die wir als Heinrich-Böll-Stiftung sehen, besteht darin, Sie genau darin zu unterstützen. Denn die Institutionen der politischen Bildung haben selber ein elementares Interesse daran, dass digitale Lernkonzepte in der Schule funktionieren. Und wer Anpassungs- und Lernfähigkeit von Schulleitungen und Pädagogen fordert, muss auch sagen, gut, und wie unterstützen wir eigentlich diese wichtige Gruppe der Gesellschaft dabei? Und wir als HBS-Stiftung wollen das natürlich tun. Warum tun wir das? Weil einer unserer Schwerpunkte schon im vergangenen Jahr, das bearbeiten wir weiter und bringen das in die Öffentlichkeit, ist das Thema der öffentlichen Infrastrukturen, die für alle zugänglich sein müssen und zwar in gleicher Qualität. Da sind die öffentlichen Bildungseinrichtungen und Schulen fraglos dabei und spielen sogar eine zentrale Rolle. Im Herbst, freuen Sie sich drauf, wird unser Infrastrukturatlas erscheinen, der eine große Bandbreite von Infrastrukturen, die in einer Gesellschaft funktionieren müssen, zur Daseinsvorsorge und zur Bildung von Demokratinnen und Demokraten nötig sind. Nachhaltige Investitionen braucht es dafür, das ist klar, aber es braucht Ausstattung und es braucht die Unterstützung derjenigen, die in Schulen Verantwortung übernehmen. Und das sind Sie, liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Pädagoginnen und Pädagogen, die Schule nicht nur verwalten, sondern die wirklich vorankommen wollen mit der Schulgemeinschaft und mit ihren Lehrerkollegien. Ja, wir hoffen, dass diese Tagung für Sie dazu beiträgt, Ihre Arbeit besser zu machen, besser vernetzt, besser informiert und mit mehr Schwung zum Chancennutzen, auch dann, wenn die Rahmenbedingungen, was sie in den letzten Monaten keinesfalls waren, nicht optimal sind. Ja, wir hoffen, dass
das auch dazu beiträgt, einen Schritt nach vorne zu machen in der Frage der Reduzierung von Bildungsungleichheit. Das ist ein Anliegen, das die Heinrich-Böll-Stiftung auch seit langem verfolgt. Und wir sehen, wie sich die Bildungsungleichheit, die Abhängigkeit von der Herkunft der Kinder in der digitalen Welt sogar verschärft, nicht nur fortsetzt, sondern verschärft. Wir haben ein Papier rausgebracht, das weit beachtet wurde, Recht auf Bildung in Zeiten der Pandemie, das 5 Handlungsfelder aufzeigt, wo was zu tun wäre. Und an dieser Strecke und in diesem Bereich werden wir weiter aktiv sein. Und wir haben, lassen Sie mich diese Anmerkung machen, gestern in Berlin gesehen, wie wichtig es ist, dass Menschen die Demokratie verstehen, dass sie ihre Rechte so nutzen, dass es der Demokratie zuträglich und nicht abträglich ist und dass sie diese Rechte aber auch kennen. Ja, uns geht es darum, die Strukturen der Teilhabe und der Bildung langfristig zu stärken, sie gerechter zu machen, aber auch resilienter zu machen für Krisen. Liebe Schulleiterinnen, Schulleiter, Sie sind an vielen Stellen gefragt und gefordert und wir wissen es, manchmal auch überfordert. Aber wir, und das ist vor allem Philipp Antoni, unser Fachreferent für Bildung und Wissenschaft, wir wollen Sie dabei so gut wie möglich unterstützen. Und ein Aspekt dieser Unterstützung besteht natürlich darin, dass wir eng kooperieren mit dem LISUM in Berlin und Herrn Jankowski und jetzt neu auch mit dem LI in Hamburg mit Frau von Schachtmeier. Und es freut uns sehr, dass ich an die beiden jetzt übergeben darf. Natürlich nicht ohne unseren Technikteam zu danken, dass diese hybride Übertragung und Tagung überhaupt möglich macht. Haben Sie herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen eine anregende und fruchtbringende Tagung.